So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Druckhöchchen Popöchen. Ja, ist ein bisschen wieder Zeit vergangen, keine Zeit und so. Einige wissen das von euch. Ich habe einen neuen Job angenommen und Ausbildung vielmehr. Und da bin ich jetzt gerade so eingespannt, dass ich da absolut gar keine Zeit finde, jetzt momentan Videos zu machen. Ich hoffe, ihr verübelt mir das nicht böse. Verübelt mir das nicht böse, ist auch gut. Und ja, wir genießen einfach jetzt mal die Show, die hier passieren wird. Und wir sind in der Schule und ja, reden gerade mit Sarah. Okay. Oder aber du machst mit ihr genau das Gleiche. Du tauchst plötzlich auf, wenn sie sich einen Ort voller Menschen befindet und machst sie richtig runter, wie sie es gestern mit dir gemacht hat. Das wäre vielleicht, glaube ich, ein guter Rat. Die Rede ist hier von Samantha, falls ihr es nicht noch wisst. Ja, weil sie uns jetzt so sau macht und wir sollen auf dieser Party von Lowen nicht auftauchen. Wir warten immer noch, bis wir zur Party könnten. Mal schauen. Offensichtlich ist ja heute Dienstag in dem Spiel. Ich schüttle den Kopf und denke über eine bessere Idee nach. Nein, ich werde nicht biestiger sein als die Oberbieste. Als das Oberbiest. Ja, ist wohl besser. Ja. Ich seufze. Im Moment schafft sie es, mir den Spaß zu verderben. Ich würde am liebsten den Campus meiden, um ihr nicht über den Weg zu laufen. Schenke ihr nicht allzu große Beachtung. Sie ist nur ein kleines, dummes Mädchen. Ja, wahrscheinlich. Aber die kann bestimmt viel anrichten, weil sie sehr viel Connection hat oder so. Sieht gerade gar nicht so aus, als hätte ich Augen da, aber so hell ist es draußen gar nicht. Vielleicht soll ich das nächste Mal die Vorhänge machen. Leichter gesagt als getan. Ich weiß schon, aber ich krieg das irgendwie nicht hin. Ehrlich, sie ist doch nur ein kleiner, nerviger Kläffer. Du musst einfach nur hart zu ihr sein. Und dann sucht sie sich schon ein neues Ziel. Das, schade, um das nächste Ziel. Wenn ich dazu nur in der Lage wäre. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ihr in dir eine mysteriöse Kraft schlummert. Ich reiße den Kopf hoch und weiß gar nicht, was ich antworten soll. Und dann bricht Sarah ein Lachen aus. Ich spinne schon. Das ist doch seltsam. Ich spinne schon. Ich mache mir wahrscheinlich nur etwas vor. Ich wüsste nicht, wie Sarah darauf kommen sollte, dass ich irgendwelche magischen Kräfte habe. Ich sollte aufhören rumzuspinnen. Ja, das glaube ich auch. Gut. Ich muss los, mein Kurs beginnt gleich. Sarah gibt mir einen kleinen Klaps auf die Schultern, als würde sie mir mit mir fühlen und will dann gehen. Ja, besser als offen. Ich muss zu einem anderen Kurs, dem unter anderem auch Samantha sitzt. Bevor Sarah schnell Schrittes losläuft, ruft sie mir noch über die Schulter zu. Wir sehen uns dann später. Du erzählst mir dann, wie es mit Miss Schnepfe war, ja? Ihr scheint das alles so richtig Spaß zu bereiten. Mir nicht. Als ich mich umdrehe, sehe ich Drogo, der unweit vor mir gegen einen Baum gelehnt steht. Aha, er hat also mitgelauscht. Drogo? Er kommt langsam näher und lächelt mir geheimnisvoll zu. Was machst du denn hier? Ich warte auf dich. Wir haben einen gemeinsamen Kurs, glaube ich. Ah, cool. Ich weiß nicht, was er ausheckt, aber das Ganze ist verdächtig. Dieses Verhalten passt einfach nicht zu ihm. Ey, das ist doch nice. Wir haben unser Bodyguard hier tatsächlich mit Drogo gefunden. Ist natürlich cool. Ja, genau. Wie jeden Tag letzte Woche. Ich wusste gar nicht, dass du dich so gut mit dem Mädchen von den Obstborns verstehst. Ein Abend in der Bar und nun das Geschnattere an der Uni. Und schon wieder geht es los. Ich beiß mir auf die Zunge. Komm, wir bleiben mit dem Netznet. Du fängst jetzt nicht auch noch damit an, oder? Komm wieder runter. Du kannst dich treffen, mit wem du willst. Aber ich merke, dass er das Thema meidet, um mir nicht zu widersprechen. Ich laufe los und gehe vor ihm in das Gebäude. Dort beeile ich mich, einen Platz in der letzten Reihe zu finden. Warum letzte Reihe? Geh nach vorne, dann lernst du was. Ich ziehe es vor, lieber hinter den anderen zu sitzen. Ich setze mich ruhig hin und hole mein Heft heraus, als ich merke, dass sich jemand neben mich sitzt. Ja, wer denn? Drogo. Ich drehe mich um und sehe mich auf einmal Drogo gegenüber, der mich mit funkelnden Augen ansieht. Ah, wir müssen, aber wegen Werbung Pause. Ihr kennt das ja schon, Kinders, ne? Jo, das Spiel hat gerade so richtig überlange gedauert, Alter. Boah, so einen Hals gehabt schon. Okay. Aber was machst du denn hier? Was? Ist der Platz etwa reserviert? Nein, aber... Na siehst du, alles okay. Er lehnt sich in seinen Stuhl, als wäre das die normalste Sache der Welt.
Seine Gegenwart bringt mich durcheinander. Nein, wir können auch nicht mehr sagen, dass er uns nervt. Weil wir haben uns ja echt schon super gut mit ihm versöhnt. Folgedessen wäre es totaler Schwachsinn, wenn ich jetzt schreiben würde, oh nein, der nervt mich total. Geht ja nicht, okay? Also folgedessen bringt er uns jetzt total durcheinander. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf die Story jetzt ein. Ich spüre, wie mir ganz heiß wird, weil er da ist. Ich wage es nicht einmal, ihn anzusehen. So durcheinander bin ich. Einen Moment lang habe ich große Lust, ihn zu berühren. Aber dann träume ich nur von einer ganz einzigen Sache, dass er einfach nur geht. Warte, warum das denn? Und meine Gefühle täuschen mich nicht. Vor einigen Tagen war ich einfach nur eine unbekannte Studentin und nun stehe ich auf einmal im Blickpunkt des gesamten Hörsaals. Einfach nur, weil Drogo mit mir hier ist. Abwechselnd sehen uns beide an. Und dann beginnt auch schon das Getuschel. Es hat auch etwas Aufregendes, Drogos Aufmerksamkeit ganz für mich alleine zu haben. Ich versuche das Prickeln zu erdrücken, dass ich spüre, wenn er mich so nah ist. Okay, das war schon wieder für heute, Leute. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, die noch dieses Jahr stattfinden wird. Also ich denke mal, da werde ich noch eine Folge rausbringen. Ich spiele mir den Gedanken so, ja, Samstag oder so zu machen, ne? Also, lasst ein Abo da, Daumen nach oben und ihr kennt das schon, schreibt es in den Kommentaren rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde!